Ja, liebe Busfreunde, die Bustouristik Scherzer ist heute im Zillertal und besucht das neue Top-Ausflugsziel im Zillertal, Braukunsthaus beim Zillertaler Bier. Und ich bedanke mich für das Gespräch mit dem Herrn Lechner. Sie haben hier ein tolles neues Haus geschaffen, wo Tradition, 500 Jahre Familientradition und was wir schon so gesehen haben, sehr viel Moderne zusammengeführt wird. Was war Ihr Ansinnen, dieses Braukunsthaus so zu Ja, einmal gestalten? die Brauerei für Besucher zu öffnen. Wir wollen den Menschen gerne zeigen, auf welche besondere Art und Weise wir unsere Bierspezialitäten herstellen. Und da wir ein sehr traditionsreicher Betrieb mit einer über 520-jährigen Geschichte sind, ist es uns auch ein Anliegen, die Kultur, die Lebensphilosophie des Zillertals von Tirol zu zeigen in der Ausstellung. Und diesem Thema haben wir einen eigenen Stock gewidmet, eine eigene Ausstellung im zweiten Obergeschoss. Wir sind hier im ersten Raum der Ausstellung. Da geht es um die Schätze der Natur. Die Schätze der Natur sind unsere Zutaten, die wir brauchen, um unsere Bierspezialitäten herzustellen. Das ist einmal das Wasser, dann hier der Hopfen, dann da vorne das Getreide. Und da erzählen wir, warum wir gerade diese Bierspezialitäten auswählen, wo wir sie herbekommen, mit welcher Philosophie wir den Anbau organisieren und welche Auswirkungen die jeweilige Zutat auf unsere Bierspezialitäten hat. Da sind wir in unserem Sudhaus eigentlich und unsere Sudgefäße dienen da als Projektionsfläche, um die spezielle Art und Weise, wie wir unsere Bierspezialitäten herstellen, zu präsentieren. Jetzt einmal vom Schroten bis hin zum fast fertigen Bier, bis eben dann das Jungbier dann im Gärtnerlagerkeller sich wiederfindet. Da haben wir jetzt den Gärtnerlagerkeller und die Filtration, wo man eben auch die Hefereinzuchtanlage sieht. Dann für die Zipfreinigung sehr viele Gefäße, aber eben vor allem die Konusse, der Gärtnerlagerkeller, weil wir unsere Bierspezialitäten sehr kalt, sehr lange gären und dafür eben sehr, sehr viel Zeit brauchen. So, zum Wohl. Jetzt haben wir es uns verdient nach Jetzt der haben wir es langen uns Reise verdient. durch das Braukunsthaus. Ja, ich glaube, jetzt sind wir bei der wichtigsten Station, oder? Ein Höhepunkt. Der Höhepunkt ist natürlich die Verkostung. Ja. Jetzt haben wir viel gelernt und viel gesehen, wie wir unsere Bierspezialitäten herstellen. Und das Wichtigste ist dann immer die sensorische Kontrolle, ob das dann auch so köstlich schmeckt, wie wir vorher erzählt haben. Zum Wohl. Das schaut ja toll aus. Was haben wir denn da Da haben alles? wir so Spezialbiere, die wir in unserer Versuchsbrauerei brauen, wo wir neue Malzmischungen ausprobieren, neue Getreidesorten ausprobieren, neue Bierstile ausprobieren. Das ist jetzt ein Dinkel-Weizenbock, sehr exotisch gehopft und daneben steht der Zillertal Granat als Bierstil ein Barleywein, sein hervorragender Essensbegleiter zu kräftig gebratenem Fleisch oder auch zu schokoladigen Desserts. Daneben haben wir dann noch drei Bierspezialitäten, die wir nur einmal in der Saison machen, den Gouda-Bock und Gouda-Steinbock, natürlich extra für das Gouda-Fest. Und da haben wir auch eine Jahrgangstiefe. Den Gouda-Bock haben wir zurück bis zum Jahr 2003, weil wir ständig so Vertikalverkostungen auch machen, damit wir sehen, wie sich Bier, auch wenn es schon lange abgelaufen ist, aber im Alter entwickelt. Und auch da sind sehr, sehr schöne Aromen drinnen. Wie schmeckt denn ein Bier aus dem Jahrgang 2003? Das probieren wir jetzt am Ja, besten, das da dir würde mal ich sagen. wirklich. Ein sehr tolles Bier geworden. Schmeckt sehr gut. Darf ich denn noch fragen, jetzt hier in dem Verkostungsraum, wie viele Personen können jetzt hier rein? Wir haben jetzt bestuhlt für circa 90 Personen. Der Raum ist so konzipiert, dass 120 Personen dort auch eine Veranstaltung machen können. Und Okay. das ist so der krönende Abschluss der Ausstellung, weil bei der Ausstellung verschiedene Pakete zu Ja, kaufen habe ich sind. gesehen, ja. Eine Bierspezialität, drei Bierspezialitäten und es gibt immer eine wunderbar frisch aufgebackene Breze dazu. Ja, da habe ich auch gesehen, so leichte Brotzeiten gibt es ja auch noch dazu, wenn man es Gegen dann bestellt. Vorbestellung Ja. kann man auch Brotzeiten anbieten. Ja, das ist zum Beispiel jetzt auch wichtig, dass man nicht nur die Bierprobe, sondern auch gleich was zum Knabbern dazu bekommen kann. Ja. Gutes Essen passt immer zu gutem Bier. Genau, wunderbar. Zum Wohl. Prost, Prost.